auf den Schiffen gucken. Habe ich noch nicht. Es Wächter. Übrigens eine Methode, mit der man sehr gut Geld verdienen kann. Oder Units genau gesagt. Ja. Indem du im Grunde einen dieser Planeten raussuchst, dann farmst du ja brauchst du ja einen Spiegel plus drei Splitter, um so ein Schiff zu kriegen. Und dabei findest du in der Regel diesen Sensor für die Basen. Ja. Und wenn du eine Basis gefunden hast und dort quasi dann deine eigene Basis hinbaust, dann kannst du dir quasi unendlich Codes holen für Schiffe. Okay. Ich brauche nur ungefähr 37 Minuten, um meine Basen abzufliegen und habe dann ungefähr 850 Millionen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist meine bessere Ja, definitiv. Alternative. Aber wie gesagt, für einen Anfänger, Für einen Anfänger glaube ich ganz gut, ja, in jedem Fall, ja. no, das hat mir ungemein geholfen, weil dann hast du zumindest keine Unit-Probleme erstmal. Dann kannst du Wie viele Units hast du im Moment? im Moment knappe 400.000, 400 Millionen. Okay, also wenn du Bock hast, kannst du gleich nochmal von mir auf die Farm drauf und nicht nichts ernten. Nö, muss nicht. Wie gesagt, also ich muss noch die Questreihe mit Null noch weitermachen. Ja, okay. Ne, dass ich da mal irgendwie vorwärts komme, weil irgendwie hatte ich erstmal versucht, mal ansatzweise ein brauchbares Schiff zu kriegen, weil what the fuck, mit dem ersten kommst du ja irgendwie gar nicht richtig vernünftig klar. Nee, das ist absolut Tonne. Aber das hier gefällt mir. Ich Ja, habe das auch weiß ich. schon mehrere, definitiv, aber genau diesen Typ hier habe ich noch nicht. Sah ungeheuer geil aus, wie er sich weiter zusammenklappt. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht habe. Du, kann ich dir nicht sagen. Der sieht echt nice aus, der ist echt gut. Gefällt mir. Hast du schon komplett aufgebaut? Ich bin noch mit den Waffensystemen noch ein bisschen am Hadern. Okay. Im Moment mache ich mit der Wächterkanone ungefähr 14.000 oder knapp 15.000. Ja. Hab mir dann mal wie heißt das Ding nochmal? Ach ja, genau, die Inframesser-Klamotte angeguckt. Aber die nervt halt, weil sie halt nur auf unabgeschirmte Schiffe richtig Schaden macht. Also da ist im Moment so die Dingsbums am besten, aber da habe ich noch nicht die ultimativ geilen Perks. Ja, okay. Ja gut, Aber ich meine, so ein Schild hast du relativ schnell runtergeschossen, ne? ja, das auch. Aber auf der anderen Seite, was ich noch ändern könnte, ich habe zwei turbogeladene Slots rechtlich zusammen und bisher nutze ich für die Wächterkanone nur einen und den anderen halt für wie heißt sie, Startvorrichtung, Ja. weil sonst verbrennt das Ding hier mir echt zu viel und die Wächterschiffe musste er halt durch andere Materialien. Versucht das später mal mit dem lebenden Schiff. Ja, wie gesagt, deswegen. Also das ist mal interessant. Ich hatte mir mal ein S-Schiff selber gebastelt. Ja. Das sieht zwar schick aus, aber das Wächterschiff ist einfach cooler, weil einfach alleine schon die Fähigkeit, dass du stehen kannst, Das stimmt. ist Das schon macht richtig so geil. viel aus. Das ist richtig geil, ja. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich die auch mag, weil du einfach Standby du stehst, ne? Das ist mega gut. Das ist wirklich angenehmer als dieses permanente nach vorne ruckeln und so. Das finde ich auch, ja. Weit, weit angenehmer. So, ich würde sagen, ich fange mal an, ne? Hier den ersten Sprung hier mal rüber zu schieben. Jetzt muss ich mal gerade angucken, wo es anfängt. Da. Bist du bereit? Ja, grundsätzlich schon. Okay, dann würde ich sagen, packen wir mal durch.
ja schon parallel Dinge ins Schiff packen. Okay, ja. Schiff ist voll. Okay. Ja, weil ich hatte das Schiff noch nicht weiter ausgebaut, weil ich mir noch nicht so sicher war, ob ich das jetzt voll ausrüsten will. Ja, ich sehe gerade, du bist aber auch schon voll. Was? Nein. Nein, das kann nicht sein. Also nicht mal die Hälfte von meinem normalen Rucksack. Sicher? Ja, ganz sicher. Ach, du standst nicht mehr genug dran. Ah, das kann man. Ah, okay. Jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt bei mir in Pacht habe. Du bist schon wieder zu mir weg. Ich schieb den ganzen. Nee, du bewegst dich doch gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Hä? Dann ist das Platzmangel. Weil ich schiebe mir gerade. Noch mindestens, wenn ich hier in den Frachter zwei Reihen, noch zwei Reihen mindestens komplett frei. Okay, dann mache ich mal weiter. Weiß nicht, was ich mir da jetzt rübergeschoben habe. Ja, kriegen wir doch hin. Würde ich doch gerade sagen, also das müsste eigentlich. Jetzt habe ich dich schon wieder nicht drin. Ach, weil ich dir die gar nicht rübergeben kann. Alles klar. Wie viele Plätze hast du denn noch frei? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, glaube ich, müssen es sein. 14. Gut, ich habe hier echt noch. Warte mal. Jetzt mal gerade gucken. Jetzt. Okay. Nein, was mache ich denn, ich Idiot? Jetzt schmeiß ich bei mir ins Raumschiff rüber. Warte. So. Weiß ich gerade nicht, was vor die Ruhe gekommen ist und was nicht. Wie viele Plätze hast du noch?
5. 5. Bei 2 noch, ne? Ja. Ja, genau, Navigationsdaten, damit kannst du viel ins Polios von Schiff kriegen. Wobei, von denen habe ich auch mittlerweile reichlich. Hast du reichlich von, echt? Ja, also okay. das, weil so nebenher bei den Questen und wenn du jede Boje, die du findest, abklapperst. Das stimmt, ja, dann kommt einiges zusammen, da ja, hast du vollkommen also wenn recht, du ja. Beim Questen nochmal immer so wirklich jede Boje und so mitnimmst, dann davon habe ich also auch schon irgendwie 2 Stacks oder so, also das. Und ich hatte bisher noch keine so richtige Verwendung, die irgendwie, man kann die ja dann, ich sag mal, in Karten tauschen und diese Karten dann wiederum für Ruf eintauschen oder halt. Genau, das kannst du natürlich auch. Also ich nehme Ja. sie eigentlich auch nur vorwiegend dafür, um ein Schiff zu rufen. Ja, genau. Wie gesagt, das Ja, habe ich jetzt am habe ich noch Anfang 4 auch gemacht. Module, die konnte ich dir nicht geben. Warte Wusste ich jetzt mal. nicht. Nee, die kann ich dir generell nicht geben. Achso. Ich weiß nicht warum. Jo, macht nichts. Aber dafür hast du jetzt besser bekommen. Das heißt, du bist voll bis auf den letzten Platz? Ja. Sehr schön. Definitiv. Sehr schön. Cadmium, das hat mich richtig in Schwierigkeiten gebracht. Warum? Ich hatte einen Raumschiffkampf irgendwie und habe nicht so richtig aufgepasst. Und dabei hat es mir dann irgendwie die Triebwerks-Buffs zerstört. Das die jetzt gerade mit beigegeben, ja, ne? Bitte? Hat sich die Cadmium gerade mit beigegeben? Ich glaube ja, ne? Ja, genau. Aber ja, sehr schön. Aber ich habe mittlerweile dann auch dann einen roten Planeten gefunden, habe da jetzt auch eine Basis, sodass ich sag mal, die Versorgung jederzeit ja auffüllen kann. Weil, wie gesagt, du machst irgendwie deinen zweiten oder dritten Kampf und das Doofe ist ja, beschädigte Module kannst du ja nicht entfernen. Das stimmt, Aber richtig. reparieren konnte ich sie ja auch nicht, weil ich kein Material hatte und das Zeug wird nicht gehandelt. Ja, das ist hart, das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es mit dem Schiff läuft. Ja. Da bin ich echt gespannt. Was muss ich jetzt noch mit dem Schiff machen? Irgendwie? Du meinst mit dem lebenden Schiff? Ja. Dafür hast du jetzt die Module bekommen. Einmal die. Ah, wie heißt die denn jetzt? Ja, also Ressourcen habe ich gesehen, verschiedenste. Genau, du hast auf jeden Fall diese komischen Lilan-Dinger. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt. Mit denen kannst du deine Schiffsplätze, die Slots, kannst du da. Genau, die psychologische Eier. Und die Laichsäcke. Genau, und die Laichsäcke. Damit kriegst du die Knotenpunkte. Also sprich, die ganze Hardware vom Schiff. Und mit den Laichsäcken kannst du hier Platz machen, sowohl oben als auch unten. Also Inventarplätze im Schiff. Und mit 60 Stück solltest du eigentlich erstmal ganz gut dabei sein. Das heißt, du hast genügend Platz für die Technikmodule und dann hast du unten natürlich Lagerplätze. Dann auch erstmal einiges mit bei. Und das Schiff muss ich jetzt besteigen, ganz normal. Das Schiff musst du dir erstmal über die Questreihe besorgen. Das heißt, du hast das Ei jetzt im Inventar. Genau, ich hab's gesehen, ja. Und mit dem Pulsantrieb und dann startet das schon. Ja. Gut. Das beim nächsten lebenden Schiff, was du danach, wenn du dir noch eins besorgen wollen würdest, holst du dir einfach nur das Ei, steigst ein Schiff, Impulsantrieb und dann hast du gleich diesen Kontakt auch da, aber der gibt dir gleich die richtigen Koordinaten und dann hast du schon fertig das Schiff stehen. Diese Questreihe musst du nur das allererste Mal machen. Ah, okay, alles klar. Und danach kannst du dir halt problemlos immer wieder halt mit einem lebenden Ei
Im Inventar gehst du einfach auf Impulsantrieb, dann kommt hier ein lebendes Schiff. Das sagt dir hier auch, da ist Koordinaten, ne? Und dann fliegst du hin, da steht das Schiff schon. Das kannst du ablehnen, machst wieder mit Impulsantrieb, suchst dir dann das nächste aus, wenn dir das eine nicht gefällt. Ne? Ja, klar. Mhm. Also das geht damit schon ziemlich gut. Perfekt. Dann ja. Bedanke ich mich. Ja, gerne. Ich wünsche dir viel Oder Spaß auch für damit. Die, für die Videos, weil einige von denen haben mir wirklich geholfen. Ehrlich? Super, das freut mich. Ja, wie gesagt, ich bin ja erst vor 2 Wochen damit angefangen. Ja. Ich hatte es mitgekriegt, als das Ding rausgekommen ist, aber da war ich halt hauptsächlich auch mit WoW noch beschäftigt. Ja. Und ja, wie gesagt, jetzt hatte ich vor kurzem das mal bei Funk Royal gesehen im Stream und dachte mir, okay, das sieht ja doch eigentlich ganz cool aus mittlerweile. Ja. Und die Fehler davon vom Anfang sind weg, also dachte ich mir, holst du es dir mal. Und wie gesagt, es macht wirklich, es ist wirklich chillig, das zu spielen. Und es gibt halt eine Menge auch so zu entdecken und rauszufinden und das ist echt ganz nett. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sturmresistent du bist. Vielleicht musst du in dein Schiff oder so, keine Ahnung. Boah, in der Regel halte ich das noch ein bisschen aus. Okay. dann ist ja gut. Ne? Wobei ich jetzt wahrscheinlich nicht die nötigen Ressourcen habe, um mein Sturmding da aufzuladen, aber doch, habe ich ja, Ionenakkus. Doch, habe ich dir gegeben. Hast ja, du. Ja, also, wie gesagt, also ein paar so Grundsachen habe ich schon mir besorgt. Also, hast du denn noch irgendwas, was dir wirklich fehlt? Wo du genau weißt, yo, brauche ich eine Menge von. Fehlt mir sonstiges? Nö. Also aktuell nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt in der Questreihe, damit ich mit dem Portal und allen drum weiterkomme. Ja. Und Portale habe ich. 2 mit Base. Und jetzt wollte ich, ja, wie gesagt, die Questreihe noch ein bisschen weitermachen und dann mal sehen, dass ich die Blüten kriege. Ja. Das sind so die nächsten Ziele. Das ist eine gute Idee. Okay. Gut. Dann, gut. Wie gesagt, ich wünsche dir viel Spaß damit. Halt mich mal vielleicht irgendwann auf dem Laufenden, wenn du Schiff fasst und sowas. Würde mich echt interessieren. Im Vergleich zu dem, wenn du dann halt mal Piratenkämpfer hast oder sowas. Ja. Gut, perfekt. Dann würde ich sagen, ja, mach dir noch einen schönen Abend. Alles klar. Ne? Und einfach wieder zurück zum Desktop. Genau, also richtig, genau. So, Modusauswahl. Vor 11 Sekunden gespeichert. Das sollte ja reichen. Eben, da ist ein Blocker. So. Gut, dann gehe ich mal in meinen. Oh, jetzt bin ich natürlich auf dem Planeten. Da komme ich schon weg. Richtig. In jedem Fall. Ja, ich habe auch genug Treibstoff noch im Schiff gelassen. Ja, zur Not holst du die Anomalie, ne? Ja, dann richtig. Nee, ich hatte nur mal einmal das. Darf man eigentlich nicht erzählen, aber da war ich hin und her und ich hatte nicht darauf geachtet, dass die Wächterschiffe einen anderen Starttreibstoff brauchen. Ja. Ja, und dann war dann irgendwann leer und dann stand ich mit meinem Schiff irgendwo in der Pampa. Oh, Scheiße. Oh, shit. Ja, die brauchen die Kristalle, ne? Genau. Die Hände brauchen die Kristalle. Oder das Phenoin, oder wie das Zeug heißt. Oha. Hast du dir, als du ins Spiel gekommen bist, hier deinen Frachter geholt? Nö, aber wie gesagt, ich komme ja von hier aus, wie gesagt, sobald ich starten kann, komme ich hier weg. Das ist ja nicht das Thema. Weil ich sehe mein Frachter dort nicht. Deshalb frage ich. Ich bin jetzt auch wieder auf meiner Basis. What the fuck? Ah, er hat mich. Ach, dahinter ist er versteckt, jetzt sehe ich ihn, okay. Ja, und er hat mich auch direkt in meine Basis geballert. Ja, sehr schön. Dann kannst du jetzt ja, erstmal ordentlich anfangen, deine ganzen Dinger da rüber zu schieben, ey. Ja, sehr schön. Wie gesagt, nochmal danke einmal für, ja, gerne, Thema, gerne. Auch für deine Videos insgesamt. Und ich weiß, man soll Leute nicht miteinander vergleichen, aber deine Videos sind sehr ähnlich wie die von Bean. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da muss ich jetzt kennen. So Let's Plays auf YouTube. Ist ein Deutscher? Ja, ist auch ein Deutscher. Bean? Bean. Wie Mr. Bean, also Bohne? Ich muss mal gerade gucken. Oder mit EE. Raus dazu. Nein, nicht das.
Genau, mit M war das. B-E-A-M. Beam. Genau. Ach so. Ja, kenne ich trotzdem nicht, aber nee. Nee, aber wie gesagt, so vom Stimmmuster und allen drum und dran auch sehr ähnlich. Und, okay. Na, wie gesagt, insofern wünsche ich dir noch viel Erfolg. Ja, danke schön. Na, dass das kontinuierlich in der Richtung weitergeht. Das hoffe ich doch. Alles klar. Ja, du kannst natürlich auch gerne hier auf dem Discord bleiben. Ja. Ne, zur Notgruppe, wir haben da ja öfters mal welche, die hier spielen, ne? Ja. Da kannst du mit Sicherheit immer mal wieder anhangen. Jo. Wie gesagt, ich bleib da auch erstmal drauf, das spricht ja nichts gegen. Ja, alles klar. Alles klar. Super, dann ja, viel Spaß damit und dann bis die Tage irgendwann. Alles klar, bis dann. Tschüss. Mach's gut, ciao. Wer hat an der Uhr geklickt? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.